Zum Thema Vektorenkraft, Beschleunigung und Geschwindigkeit. Wie eine Kraft sind auch eine Geschwindigkeit und eine Beschleunigung Vektoren, weil sie durch eine numerische Größe, die Länge des Vektors, eine Richtung und einen Richtungssinn bestimmt sind. Zum Beispiel, woher kommt diese Kraft, die diese Kugel mit Masse m die schiefe Ebene hinunter beschleunigt? Sobald wir die Kugel loslassen, bemerken wir, dass sie nach unten beschleunigt wird. Der Grund dieser Bewegungsänderung muss eine Kraft sein und wir suchen genau diese Kraft. Die Kraft muss so sein, dass F gleich ist zu m mal a, laut dem Grundgesetz der Dynamik oder auch dem zweiten Gesetz von Newton. Man könnte eigentlich denken, dass die einzige Kraft, die auf die Kugel wirkt, ihre Gewichtskraft ist, die sie aber senkrecht nach unten zieht. Wir werden diese Gewichtskraft zerlegen in diesen zwei Komponenten, in diese Kraft, die parallel zur schiefen Ebene ist, und diese Kraft, die senkrecht zur schiefen Ebene ist. Man sagt auch, diese Kraft sei normal zur schiefen Ebene, deshalb bezeichnen wir sie hier mit N, N wie Normalkraft. Und es ist mit dieser Kraft N, mit der diese Kugel auf die schiefe Ebene drückt. Aber die Ebene bewegt sich nicht und verformt sich auch nicht. Also durch das dritte Gesetz von Newton bedeutet das, dass die Ebene auf diese Aktionskraft reagiert mit einer gleich großen, aber entgegengesetzten Kraft. Das ist die Reaktionskraft. Die zwei Kräfte, die also auf die Kugel wirken, ist einerseits die Gewichtskraft und andererseits diese Reaktionskraft. Ich setze diese Reaktionskraft genau im Zentrum der Kugel, so dass die beiden Kräfte G und R denselben Ursprung haben. Das sind also die zwei Kräfte, die auf die Kugel wirken. Und ihre resultierende ist genau die Kraft F, die wir suchen. Es ist diese resultierende von G und R, die die Kugel nach unten beschleunigt.